Hola. Also, ich habe hier ein Problem. Ich liege hier auf meiner Sonnenliege und daneben ist eine Taube, die da steht und einfach sich nicht weiter bewegt, auch nicht wegfliegt. Die muss irgendein Problem haben, aber ich weiß nicht welches. Und hier, wo ich bin, schaut mal hier, hier ist das Apartmenthotel, wo ich mich im Moment befinde, von hinten die Seite. Da hinten ist noch ein kleiner Pool, die Sonnenliegen. Und ich bin hier im Moment ganz alleine. Und diese Taube lässt mir irgendwie keine Ruhe. Obwohl man ja sagt, die Tauben sind die Ratten der Lüfte, tut sie mir ja irgendwie leid, weil die scheint irgendein Problem zu haben. Aber ich weiß im Moment nicht welches. Täubchen, was ist los mit dir? Wenn sie da so steht, hat sie so leichte Wackelkontakt, als wenn sie sich nicht mehr lange halten kann auf dem Bein. Sie stand auch eben eine ganze Zeit an der Mauer so gelehnt. Die muss irgendwie Gleichgewichtsprobleme haben. Weiß ich nicht. Oder eventuell ist der Flügel oder die Flügel gebrochen. Kann mir da einer was zu sagen, mal einen Kommentar setzen, was ich mit dieser armen Taube machen soll? Put, 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 put. Naja, ich sag put, 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 put. Ist ja nun auch kein Huhn. Was mache ich mit dir, Täubchen? Sie versucht sich so ein bisschen fortzubewegen. Nun geh, flieg, flieg. Fly, fly. Ja, sitze ich hier allein mit meinem Problem. Guckt euch den Himmel an. Ist grau. Sonne kommt nicht wirklich durch, aber es sind bestimmt 22, 23 Grad Lufttemperatur. Na gut, ich werde die ganze Sache noch ein bisschen beobachten. Vielleicht ist sie auch irgendwie beim Flug irgendwo gegengeflogen und sie muss sich erst wieder besinnen und fliegt weiter. Ansonsten muss ich gleich mal gucken, ob ich hier an der Rezeption mir da irgendwie, ja, Bescheid sage oder keine Ahnung. Vielleicht finde ich noch jemanden, einen Tierretter. So, dann. Bis dann. Und wie gesagt, wenn ihr ein paar Tipps habt, es hat noch keiner bei mir im Kommentar irgendwo mal einen Kommentar hinterlassen. Würde ich mich freuen, wenn ihr da mal einen Kommentar hinterlässt. Bis dann. Tschüss.